Herzlich willkommen zu dem Thema, welchen Einfluss die transzendentale Meditation auf unsere Gesundheit hat. Die Gesundheit ist für jedermann ein sehr wichtiges Thema, weil wir ständig etwas mit der Gesundheit auch zu tun haben. Unsere geistige Aktivität, unser Erfolg, unser Denken, unser Fühlen, alle Lebensqualitäten haben etwas mit der Gesundheit zu tun. Wenn wir gesund sind, dann fällt es uns leicht zu denken. Das können wir auch sehen, wenn wir uns gut in der Nacht erholt haben, gut geschlafen haben, dann ist der Körper viel besser zu gebrauchen für unsere Aktivitäten. Man kann den Körper nicht von unserem Geist trennen. Wenn wir klare Gedanken haben wollen, dann müssen wir darauf achten, dass der Körper gesund ist, gut ausgeruht ist und gut Energien hat. Und wir merken das ja zum Beispiel, wenn wir Sachen essen oder trinken, die uns nicht gut bekommen, dann hat das eine unmittelbare Auswirkung auch auf unseren Geist. Die Gedanken sind anders in einem klaren Geist als in einem Geist, wo der Körper völlig übermüdet ist. Und so, da hängt also eine ganz enge Beziehung, ich habe das mal dargestellt, so zwischen Körper und Geist. Es besteht eine ganz enge Beziehung. Sehen, ja. Dieses Bild kennen wir ja inzwischen schon. Das ist unser bewusster Geist hier, wo ich geschrieben habe, 5%, also 5-10%. Und dies ist unser Unterbewusstsein oder Unbewusstsein hier. Und wenn wir, das habe ich jetzt mal so dargestellt mit unserem Körper hier, dass unser Körper darstellt, unser Nervensystem hier so. Und das sind jetzt so, diese Kreise mit dem Kreuz drin, die stellen jetzt mal da Blockaden in unserem Nervensystem. Der Grund für Krankheiten. Wenn unser Nervensystem nicht einwandfrei funktioniert, dann spüren wir das in Form von Krankheiten. Migräne, Bauchschmerzen, Unwohlsein, Depression. Die Wissenschaftler sagen doch, dass 80-90% aller Krankheiten psychosomatisch bedingt sind. Das heißt, in unserem Denken hier, wie unser Denken ist, entstehen auch Krankheiten. Wenn wir negative Gedanken haben, immer wütend sind, immer verärgert sind, das auch ausdrücken, dann kann das dazu führen, dass wir Bauchschmerzen bekommen. Und das habe ich jetzt schon mal so dargestellt mit so einem Kreis hier und einem Kreuz. So, ich habe hier immer schlecht gedacht in der Vergangenheit und jetzt spüre ich hier in meinem Bauch, meiner Schulter oder irgendwo Schmerzen. Und darin können wir erkennen, dass da so eine Verbindung ist zwischen Geist und Körper. Und das sollte schon jedermann ernst nehmen, die Sicht, dass also 80-90% aller Krankheiten psychosomatisch sind. Das heißt, das sind durch Gedanken über die Vergangenheit oder über die Zukunft, so Vergangenheit, so nicht, oh, ein schlechter Mensch, was habe ich getan, so.
Vergangenheit ist immer so, ist eigentlich vergangen. Eigentlich bräuchten wir da gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber solange diese Verspannungen hier noch in uns sind, diese Blockaden, die jetzt bewirken, dass wir Bauchschmerzen bekommen zum Beispiel, sind entstanden durch Gedanken aus der Vergangenheit. Das ist so wie ein Druck, der in unser Nervensystem hineingekommen ist, weil wir was Verkehrtes gemacht haben, weil wir nicht im Einklang mit den Naturgesetzen gehandelt haben, hat diese Handlung, die wir in der Vergangenheit begangen haben, Eindrücke in unserem Nervensystem hinterlassen, was dazu führt, dass wir jetzt heute die Auswirkungen von unserer Handlung in der Vergangenheit heute spüren als Bauchschmerzen, zum Beispiel. Und so können wir alles nehmen. Unfälle. Wir haben in der Vergangenheit irgendwas gemacht, irgendwas nicht. Also nicht im Einklang, immer wenn wir gegen die Naturgesetze handeln, dann versucht die Natur uns diese falsche Handlung wieder zu korrigieren, indem wir zum Beispiel irgendwelche körperlich Leiden haben. Also das, was wir heute haben in unserem Körper, ist entstanden durch unser Denken, durch unser Handeln in der Vergangenheit. Wir nennen das Karma. Aktion gleich Reaktion. War ich immer ein guter Mensch in der Vergangenheit, sondern immer im Einklang mit der Natur oder so gut wir konnten im Einklang mit der Natur, dann ist das auch, und selbst da, weil wir ja gar nicht hundertprozentig im Einklang mit der Natur sein können, wenn wir nicht im reinen Bewusstsein gegründet sind, aber dann geht es uns nicht mehr so ganz so schlecht wie Leute, die jetzt so vielleicht bewusst was verkehrt gemacht haben, aber auch unbewusst was verkehrt gemacht haben in der Vergangenheit, was sich denn ausdrückt. Und so alle Krankheiten, alles was wir haben, hängt damit zusammen, wie unsere Handlungen, Denken, Handlungen, so Aktivitäten im Berufsleben, in der Schule, überall waren. Das heißt, wir haben uns alles selbst geschaffen. Was ich erzählt habe im geistigen Potenzial, dass wir jetzt hier so tiefe Ruhe erfahren, wenn wir eintauchen, tiefe Ruhe, dann hat das auch seine Wirkung auf den Körper. Weil diese Körper-Geist-Koordination immer besteht. Denke ich an eine Zitrone, ist ja ein gedanklicher Vorgang, dann kann ich den Geschmack spüren in meinem Mund. Das heißt, da ist so eine geistige, körperliche Koordination. Ich mache etwas Geistiges, drücke sie im Körper aus. Wenn ich schlecht denke, immer schlecht denke, denke, wie gesagt, drückt sie das im Körper aus. Und solange wir so begrenzt sind in unserem Bewusstsein, 5%, 10%, haben wir auf der körperlichen Seite auch keine perfekte Gesundheit. Umgekehrt gesagt, solange wir noch Stresse, diese hier, und Verspannungen in unserem System haben, die durch unser Denken entstanden ist in der Vergangenheit, können wir nicht gesund sein. Kann unser geistiges Potenzial nicht voll zur Entfaltung kommen. Wenn wir einen klaren Geist haben wollen, was die Voraussetzung ist für gutes Handeln, für erfolgreiches Handeln, dann müssen wir dafür sorgen, dass unser Nervensystem gereinigt wird. Stress und Verspannung müssen beseitigt werden. Und das passiert durch die transzendentale Meditation. Wir tauchen ein und je tiefer wir eintauchen, umso mehr Ruhe erfahren wir im Körper, weil da diese Körper-Geist-Koordination existiert. Und wenn wir immer wieder eintauchen mit Hilfe der Meditation, mit der transzendentalen Meditation, da können wir so tiefe Ruhe erfahren, die tiefer ist als tiefsten Tiefschlaf, wurde gemessen.
Dadurch bekommt das Nervensystem die Möglichkeit, Stress und Verspannung zu lösen. Das wird gereinigt. Und dann sind wir gesünder. Wir werden gesund durch die transzendentale Meditation, indem wir tiefe Ruhe im geistigen Bereich erfahren und dadurch diese Körper-Geist-Koordination, die da ist, beträgt sich diese tiefe Ruhe und wir erfahren auch diese tiefe Ruhe im Körper und der Körper, also das Nervensystem im Körper, kann sich dadurch regenerieren und Stress und Verspannung beseitigen. Ich glaube, das macht es jetzt ganz klar, dass also diese Idee, nur immer schön meditieren, meditieren und meditieren und so und sich über den Körper gar nicht zu kümmern, den so links liegen zu lassen, dass das nicht zu einer Gesundheit führt. So, nicht meditieren, also, ich meine, das führt schon zu Gesundheit, aber dieses Augenmerk jetzt auch zu verstehen, so dieses, wie das zusammenhängt, das hilft auch zu meditieren, gut zu meditieren, weil viele Leute hören einfach auf zu meditieren, weil sie diesen Zusammenhang zwischen Körper und Geist gar nicht verstehen. Dass sie die Stresslösung nicht verstehen. Und wenn sie dann so voller Stress sind und auch den Geist, das drückt sich am Geist auch aus, wenn man Stresslösung hat, dann denkt, boah, meine Meditation funktioniert nicht. Die Voraussetzung für ein gut funktionierendes Nervensystem und damit für einen gut funktionierenden Verstand ist also, dass Stress und Verspannung gelöst werden in unserem Nervensystem. Und in dem Maße, wie wir Stress und Verspannung gelöst haben, sind wir auch verbunden mit unserer eigenen Natur, mit unserem Selbst. Und in dem Maße, wie wir verbunden sind, können wir die Intelligenz, die reine Intelligenz, die hier in der Transzendenz ist, oder hier oder an der Schwelle, an diesem Punkt ist, sich ausdrückt an dem Punkt, aufnehmen, erfahren, das habe ich ausgedrückt, wir nehmen unsere Gedanken dann an der Quelle der Gedanken auf und dann sind unsere Handlungen fehlerfrei. Aber solange wir Und wenn wir fehlerfrei handeln, dann machen wir keine Fehler und dann schaffen wir uns keine Hindernisse mehr in unserem Körper, Blockaden, Eindrücke, die dafür sorgen wieder, dass es uns schlecht geht. Dass wir Kopfschmerzen haben, dass wir Migräne haben, dass wir Bauchschmerzen haben, alle möglichen, auch Unfälle. Unfälle entstehen dadurch, weil unsere Geist-Körper-Koordination nicht perfekt ist, weil wir noch nicht in der Verbindung sind mit uns selbst. Wir sind immer unbewusst. Diese Linie von unserer Bewusstheit, nicht so die 5-10%, die hat sich noch nicht verschoben hierhin, dass wir 100% bewusst sein können. Wir sind immer noch ein bisschen unbewusst, solange wir nur unser geistiges Potenzial von 5-10% haben und noch nicht 100%. Also wir sind immer noch ein bisschen unbewusst. Und das heißt, wir machen immer noch Fehler. Wir werden immer Fehler machen, solange wir nicht 100% bewusst sind. Solange wir nicht unser volles geistiges Potenzial ausnutzen, können wir nicht im Einklang mit der Natur handeln. Und wenn wir nicht im Einklang mit der Natur handeln, werden wir Fehler machen. Und wenn wir Fehler machen, dann haben wir Eindrücke in unserem Nervensystem. Und wenn wir Eindrücke in unserem Nervensystem haben, dann bewirken diese Eindrücke wieder unsere Gedanken, haben Einfluss auf unsere Gedanken, die auch wieder verfärbt sind jetzt, also aus der Vergangenheit oder über negatives Denken, über die Zukunft oder auch positives Denken. Die Färbung unserer Gedanken geschieht, solange wir noch Eindrücke in unserem Nervensystem haben. Aus der Vergangenheit. Ich, einfaches Beispiel, wird ja immer bei den Psychologen immer ganz nett benutzt auch oder gern benutzt. Ist egal, wie alt man ist, da sucht man in der Vergangenheit, was war denn in der Vergangenheit? Irgendwelche Verhaltensstörungen jetzt in diesem Leben so oder jetzt in dieser Gegenwart, jetzt warum habe ich so Angst vor Männern zum Beispiel. Nicht? Warum hat eine Frau Angst vor Männern? Nicht? Sie hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern, in der Vergangenheit. Das sind also Stresse und Verspannungen im Nervensystem, die dazu führen, dass die Frau jetzt Angst hat vor Männern.
Warum sind Kinder verhaltensgestört? Die haben vielleicht durch ihre Erziehung sind verprügelt worden, sind vergewaltigt worden, alles Mögliche. Da sind Stress und Verspannung entstanden und das drückt sich dann daran aus, dass sie nicht in der Schule richtig mitmachen können, dass sie Ängste haben, dass sie depressiv werden. Ja, alles Mögliche, das, was wir kennen. Unser Leben, wenn das nicht gesund ist, unser Leben, dann ist es darauf zurückzuführen, dass wir Eindrücke aus der Vergangenheit in uns gesammelt haben, die dazu führen, dass wir jetzt so oder so sind. Das heißt, alle Krankheiten aus der Vergangenheit oder alles, was wir gemacht haben, hatten Einfluss auf uns. Und wenn wir negative Dinge vollbracht haben, hat das Eindrücke zurückgelassen in uns, in unserem Nervensystem. Und das drückt sich jetzt aus in Form von Krankheiten. Aber die Psychologen, die bohren dann immer nur so irgendwo in der Vergangenheit rum und so. Und die versuchen dann irgendwas dazu finden, um Verhaltensstörungen zum Beispiel zu beseitigen. Sie haben nicht das Wissen, dass alles aufgelöst werden kann, alle Verhaltensstörungen aufgelöst werden kann, wenn wir verstehen, einzutauchen in uns selbst und zur Quelle der Gedanken gehen und dort die reinen Gedanken aufnehmen und die ausdrücken und dann dadurch positiv handeln und dadurch keinen neuen Stress verursachen. Oder anders gesagt, die Ärzte und Psychologen, die beachten nicht, dass diese Stress und Verspannungen dazu führen, dass wir heute auch negative Gedanken haben. Solange wir diese Verspannung in uns haben, kann ein klarer Gedanke, der jetzt hier entsteht, oder sagen wir mal ein Gedanke, der ist jetzt so weiß, ein weißer Gedanke, und diese Stressverspannung verursachen jetzt, dass hier im Unterbewusstsein jetzt so eine Färbung ist von der Verspannung von grün. Und jetzt kommt der klare Gedanke hier auf. Und was macht er? Der muss jetzt durch dieses Unterbewusstsein oder Unbewusstsein hindurch und bekommt die Färbung. Und dann hat er hier, wo er uns bewusst erscheint, die Färbung grün. Und dann ist das nicht mehr der klare Gedanke, der hier entstanden ist. Der Gedanke hat sich verfälscht auf dem Weg von der Quelle der Gedanken zu unserer Bewusstheit hat sich der Gedanke verfälscht. Wenn wir aber diese Stress und Verspannung jetzt alle beseitigen, dann hat sich diese Linie hier verschoben. Wir haben dann dieses reine Bewusstsein. Wir sind dann permanent in diesem reinen Bewusstsein. Und dann der Gedanke, der da aufkommt, der erfährt keine Verfärbung. Wir nehmen den Gedanken in der Reinheit auf, wie er erscheint, und drücken den unmittelbar aus in unseren Handlungen. Und dieser reine Gedanke, der kommt dort her, wo auch die Naturgesetze sind. Das ist der Bereich der Transzendenz oder des einheitlichen Feldes, wo alle Gedanken herkommen. Und wenn die Gedanken jetzt in ihrer Reinheit umgesetzt werden können, weil jetzt keine Unbewusstheit mehr da ist, dann ist dieser Gedanke, der da erscheint, im Einklang mit den Naturgesetzen. Und dann führt es dazu, dass wir keine krankmachenden Gedanken mehr haben. Und dann werden unsere Handlungen im Einklang mit der Natur sein. Und das ist ein Gedanke, im Einklang mit der Natur, sind förderlich für meine Gesundheit, für mein Verhalten, für meinen Geist und aber auch für meine Umgebung. Also dieser Egoismus, den man hat, wenn man denkt, oh, wenn man noch so unbewusst ist, ist man egoistisch. Wenn dieses Unbewusstsein noch da ist, ist man egoistisch. Und dann wird man immer so handeln, so, dass man nur an sich denkt, dass man ein schönes Auto hat für sich, dass man eine schöne Wohnung für sich hat. Alles nur ich. Alles mein Reichtum und so. Und was interessiert mich groß, was die anderen haben?
da komme ich jetzt beim nächsten Thema, wenn ich darüber sprechen, über das soziale Verhalten, komme ich jetzt gerade schon rein. Aber dieses Verständnis jetzt, dass der Geist nicht alleine für sich steht, dass der Geist verbunden ist mit dem Körper, dass es eine Verbindung zwischen Körper und Geist gibt und dass alle krankmachende Gedanken so aus der Vergangenheit bewirken, dass unser Körper darunter leidet, dass unser Denken nicht klar sein kann, weil diese krankmachenden Gedanken aus der Vergangenheit oder Zukunft einen negativen Einfluss haben auf die neu aufkommenden Gedanken, die jetzt in uns entstehen wollen. Und das heißt eigentlich, das Ganze, was wir jetzt machen müssen, ist, wenn wir einen gesunden Körper haben wollen, wenn wir einen gut funktionierenden Geist haben wollen, dann müssen wir unser Nervensystem von Stress und Verspannung reinigen. Bei der transzendentalen Meditation passiert es, indem wir alles transzendieren, auch unsere Stressverspannung transzendieren, denn tiefe Stille erfahren, tiefere Stille erfahren als im tiefsten Tiefschlaf und dadurch werden Stress und Verspannung gelöst. Aber alles andere, was du auch machen kannst, du gehst in die Sauna, gehst ins Fitnessstudio, gehst wandern, gehst in die Natur, alles, was dir gut tut, wodurch du deinen Körper reinigen kannst, trägt dazu bei, dass du dein Nervensystem reinigst. Yoga, Pranayama, alles, es kann eine ganz große Hilfe sein, um das System zu reinigen. Und wir müssen dafür sorgen, dass unsere geistige Kapazität zunimmt, um am Erfolg des Lebens daran teilzunehmen. Wenn wir verstresst sind, können wir nicht am Leben daran teilnehmen. Wir können nicht in der Evolution sein. Wir können erst am Leben daran teilnehmen, voll daran teilnehmen, wenn wir nicht nur unsere 5-10% an geistiges Potenzial haben, sondern dass wir 100% an geistigem Potenzial haben. Das Leben ist 100%. Aber wenn wir nur 5-10% nutzen von unserem geistigen Potenzial, dann können wir auch nur 5-10% am Leben daran teilnehmen. Ich vergleiche das mal ganz gerne so mit einer Eisscholle, die nur so zu 5% oder 10% da rausschaut und der andere Teil ist unter Wasser. Wenn wir unser Bewusstsein ausdehnen, expandieren, dann können wir auch das, was unter Wasser ist, erkennen. Weil unsere Wahrnehmungsfähigkeit, unser Riechen, unser Schmecken, unser Hören, unser Sehen verfeinert sich in dem Maße, wie wir Stress und Verspannung lösen. Und dann ist es ganz natürlich, dass wir auf feineren Ebenen auch Wahrnehmung haben. Und auf der feinsten Ebene, wenn wir alle Stress und Verspannung gelöst haben, dann können wir auf der allerfeinsten Ebene unseres Denkens, auf der Ebene der Schöpfung, mit unseren Sinnesorganen auch diese allerfeinste Ebene erfahren. Wir erfahren also 100% von dem Eisblock, wo wir sonst nur 5-10% erfahren, wenn wir unser volles geistiges Potenzial entwickelt haben. Das heißt, das Leben, was wir jetzt nur teilweise erfahren können und nur leben können, können wir zu 100% erfahren und leben, wenn wir alle Stresse, alle Verspannungen, alle Traumata, alle Blockade, die nicht zu uns gehören, die nicht in unser Nervensystem reingehören, rausschmeißen und dann werden wir ein integriertes, vollständiges, ganzheitliches Leben führen. Integriert heißt, die Integration von Körper und Geist ist dann perfekt. Ganz wesentlicher Punkt, werde ich mehr darüber erzählen, wenn ich über die Siddhi sprechen werde, diese Körper-Geist-Koordination, warum die so wichtig ist. Und zum Abschluss möchte ich jetzt sagen, wenn wir
Ein perfektes, gutes, erfülltes Leben, das durch Liebe, Hingabe und Wertschätzung getragen ist, leben möchten, müssen wir dafür sorgen, dass wir wieder uns mit uns selbst verbinden, wodurch automatisch, wir müssen uns gar nicht um die Stress und Verspannung kümmern, dadurch, dass wir morgens und abends regelmäßig meditieren, reinigen wir unser Nervensystem und in dem Maße, wie wir das Nervensystem gereinigt haben, werden wir eine bessere Gesundheit haben. Und wenn wir eine bessere Gesundheit haben, wird unser Geist besser sein, unser geistiges Potenzial wird besser sein. Und wenn wir ein besseres geistiges Potenzial haben, dann werden unsere Handlungen besser sein, dann werden unsere Gedanken klarer sein, dann wird die Intelligenz in den Gedanken mehr zum Ausdruck kommen, dann werden wir erfolgreicher sein und dann können wir einfach an dem Leben, so wie es heute ist, daran teilnehmen, ganz, ohne dass wir neue Stress und Verspannungen auf uns nehmen. Jetzt werden wir verstresst durch unsere Aktivitäten, in der Schule, die Kinder, im Berufsleben, die Eltern oder die Berufstätigen. Auch die alten Leute sollten wir nicht vergessen. Die alten Leute, die schlecht hören können und schlecht sehen können und die altert sind, die müssen nicht das alles haben, was sie heute haben. Was verstärkt wird durch all die Gifte, durch die Chemieindustrie und all die Behandlungsmethoden. Die schlucken nur noch Tabletten, weil sie ihre Lebensqualität verbessern wollen. Aber was dazu führt, die haben vielleicht ein längeres Leben, aber die Lebensqualität verändert sich, die verschlechtert sich durch all die Gifte, die wir hineintun. Alles Gift, egal was wir, woher es kommt, wenn wir jetzt durch Essen, durch Trinken, durch Medikamente, irgendwas an Gift an uns reintun, dann verhindern wir unseren Fluss des Lebens, dann verhindern wir die Gesundheit, dann kann der Körper ja nicht gesund sein. Und dann ist das so im Alter, dann haben wir diesen Siechtum im Alter, weil man geht dann beim Arzt, zum Arzt, dann geht das nicht mehr, dann geht das nicht mehr und dann muss man vielleicht irgendwelche Tabletten wieder schlucken. Nicht? Ich höre von manchen Leuten, die ältere Leute, die schlucken dann 10, 15 verschiedene Tabletten, weil irgendwie dafür was für ein Gehirn, so, weil sie Alzheimer kriegen oder dies kriegen oder das kriegen nicht oder irgendwelche Organe nicht mehr gut arbeiten, so nicht, dann müssen sie irgendwelche Verstärker nehmen, Verdauungsverstärker und so, alles Mögliche machen, um einigermaßen übers Leben, so durchs Leben zu kommen. Aber das ist doch keine Art zum Leben. Wir leben, wir können erst leben, wir können erst leben, wenn wir unser volles geistiges Potenzial entfaltet haben. Und wenn ein alter Mensch mit 90 Jahren sein volles geistiges Potenzial entfaltet hat, dann kann er auch noch voll im Leben sein. Er muss nicht kränkeln, er muss nicht dahin siechen, sondern er kann leben, weil wenn er sein volles geistiges Potenzial entfaltet, dann kann das Nervensystem in der Weise funktionieren, dass alles gut funktioniert im Körper. Also dieses Denken, ja, du bist ja schon 50 Jahre und dann kommen ja schon die Alterserscheinungen und so nicht, das sollen wir sofort mit aufhören. Das fördert einfach, dass wir schneller altern oder dass unser Körper schlechter funktioniert. Das macht auch die transzentale Meditation, da gibt es Untersuchungen, dass der Alterungsprozess umgekehrt wird. Dass Leute, die ihr biologisches Alter nochmal bei 60 so, dann haben die ein biologisches Alter vielleicht von 40 oder von 45. Also je länger man meditiert, umso... Also umso jünger wird man, denke ich gerade so, wäre schön, nicht? Aber wir werden verjüngt, wenn wir jetzt wenn wir uns mit der Quelle der Gesundheit verbinden. Und die Quelle der Gesundheit ist die Transzendenz. Also auch hier wieder meine Betonung, transzendieren morgens und abends regelmäßig, um in eine perfekte Gesundheit zu kommen. Und hier... Es gibt, das werde ich jetzt nicht mehr machen, sonst wird es zu lang, das mache ich nochmal extra. Es gibt 630 wissenschaftliche Untersuchungen, die gemacht worden sind in unterschiedlichen Universitäten über die transzendentale Meditation, was sie bewirkt nicht. Und jetzt schlage ich mal gerade hier so ganz paar Seiten auf, so mal ganz kurz nicht. Die Veränderung der Herzfrequenz nicht. Also wenn man meditiert, verändert sich das Herz nicht.
die Biochemie, Stressabbau, Zustand, Entspannung nicht. Also was ich sage, so, die Entspannung ist sehr viel tiefer, wenn wir meditieren. Kohärenz der Gehirnwellen nicht, die Gehirnwellen sind mehr geordnet so nicht. Und Alpha-Wellen tauchen auf, was von Hinweisen auf eine vertiefte Entspannung. Normalisierung des Blutdrucks, Senkung von Alkohol und Zigarettenkonsum. Das sind ja auch alles ganz wichtige Faktoren, was ich sagte mit den Giften. Wir führen die Gifte hinein und wundern uns, dass wir dann irgendwann mal Krebs haben, nicht? Wir erschaffen uns den Krebs, der kommt nicht von irgendwo. Wir, durch unser Verhalten, was wir essen, trinken und so, schaffen wir uns Krebs und andere Krankheiten. Bronchialasthma, Heilung von Bronchialasthma. Also alles schöne. Sportliche Leistungen werden ganz erheblich verbessert, wenn man jetzt die transzendentale Meditation regelmäßig praktiziert. Das wird also sehr ausführlich auch beschrieben, auch die Untersuchungsgruppen, so nicht von Meditierenden und Nicht-Meditierenden, nicht warum die eine nicht das haben, die anderen das haben. Also das ganz viel. Größer Überblick und verbesserte Fähigkeit zur zielgerichteten Aufmerksamkeit, so nicht. Das bewusste Leben, so nicht, wie das gestärkt wird dadurch, indem man in die reine Bewusstheit geht. Bessere schulische Leistung bei Gymnasien, da wurden also auch ganz viele Untersuchungen gemacht. Entwicklung der Persönlichkeit, also ganz schön. Erhöhung der Arbeitsleistung im Beruf. Rehabilitation von Strafgefangenen, da gibt es ganz viele Untersuchungen darüber. Da gab es selbst in Celle Gefängnis, wo also eine TM-Lehrerin gearbeitet hat. Und da wurden auch viele Untersuchungen gemacht, wie sich das ausgewirkt hat, jetzt wenn Gefangene, Verbrecher, Leute, die Naturgesetze verletzt haben und im Gefängnis gelandet sind, wie sich die transzendentale Meditation da ausgewirkt hat, um wieder gute Menschen zu werden. Nicht? Also ganz viele, da gibt es also Collected Papers, so ganz dicke Bücher, 3 Stück, wo alles ganz systematisch untersucht wurde, was die transzendentale Meditation macht. Also ich bedanke mich ganz herzlich für euer Zuhören und für eure Erkenntnis, wie wichtig das ist, immer wieder einzutauchen zu sich selbst, damit der Geist gut funktioniert, damit der Körper gut funktioniert. Und bei meinem nächsten Video werde ich erst sprechen darüber, welche Auswirkungen das hat jetzt auch im sozialen Bereich. Jake Rodev.